Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckbrowser André, wenn man das so ausspricht, mit einem Psyframe-Timelord-Deck. Ja, Timelords sind ja jetzt die neuen, sorgen doch dafür, dass man das Game ganz gut stallen kann und Psyframes sind ganz gut im Nein sagen und im Monster bauen, die wieder verschwinden. Von daher, ja, könnte das was werden. Mal schauen. So, da sind wir. Gegen Schockportal. Also manche Leute haben Usernames, da denkst du dir echt, hä? So, er hat keine Karten extra, das ist selten ein gutes Zeichen. Wobei, keine Karten extra kann auch nur Main Monarch oder so ein Scheiß sein. Das muss nicht unbedingt Simochi Burn sein. Die Hand sagt Gönnung? Mal gucken, wie er noch setzt, dann sehen wir gleich, wie viel Gönnung wir haben. Also die Hand sagt an sich schon Gönnung. Die Frage ist nur, ob er auch sagt, dass wir Gönnung haben. Also nach Möglichkeit würde ich mir gerne einen Saphion suchen. Ach, meinst du? Ja. Keine Ahnung, wie du da jetzt drauf kommst. Er hat Backrow-Karten gesetzt. Das war ja auch... Wenigstens kann ich ihn richtig aussprechen. Wow, das war jetzt nicht unbedingt der Eröffnungszug. Dann greifen wir erst an und machen den Circuitus im zweiten, in der Mainphase 2. Ja. Strike? Was ist das denn? Finstere Pläne? Andernfalls werfen Beispiele zwei Karten ab, ziehen dann zwei. Wir können... Gönnung? Gönnung! Was wollen wir? Volle Gönnung. Wir discarden den Psi-Pfad und die Mirror Force. Ja. Ich lass sie doch nicht neutral gehen. Vielleicht wird der Sir sogar obsolet, okay, wird er nicht. Na dann, Saphion. Ja. Also... Wobei, der kann Karten verbannen, der muss keine Monster verbannen, ne? Insekt zurückmischen. Ja, Karte. Dann nehmen wir lieber den und nicht den Saphion. Weil Saphion würde ich mir gerne für Advanced Draw aufheben. Wenn wir den ziehen sollten. Wenn wir die sowieso die Wahl haben. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, was er suchen will. Was war das? Gehirnwäsche der finsteren Welt. Okay. Rein. Und tschüss. So. Set go. Setzen wir den überhaupt? Der ist eh nicht live. Doch, aus Prinzip. Machen wir die Feedspell dann noch? Warte, Delta war in welcher nochmal? Zauberkarte. Nee. Der kriegt einen Satz. Ich gehe eher davon aus, dass unser Timelord eh nicht vom Board kriegt. Ein Dark World Spieler wird das tendenziell nicht schaffen, das ist richtig. Aber mal gucken. Vielleicht überrascht er uns ja. Mhm. Ich meine, hat er eben schon, als er finstere Pläne aktiviert hat. Okay. Hi. Das ist ein Fieldspell. Das ist ein Fieldspell. Wenn man jetzt kein Monster auf dem Board hätte, hätten wir ihn sogar annulliert. Aber wir haben ja eins auf dem Board. Das ist übrigens auch der Punkt, warum ich von Grund, warum ich von dieser Kombi nicht so überzeugt bin. Aber sag's keinem. Schön, dass du dich attacktechnisch buffen kannst, aber unser Monster kommt trotzdem nicht vorbei. Ich lach, wenn der jetzt reinrennt. Ich glaube nicht, dass er reinrennen wird, aber ich meine, wir hatten schon so ein paar Kandidaten, die waren jenseits aller Wahrscheinlichkeit.
Nee. Beta war Beschwörungen oder Angriffe? Angriffe. Keine Ahnung. Ja, ich glaube. Ich glaube, wir können auch theoretisch Effekte. Die Mate. Wir haben eh keine Möglichkeit. Was? Beta nicht Effekt. Nee, Beta war Angriffe tatsächlich. So, also wir haben keine Möglichkeit, die Maiden wiederzuholen. Sprich, wir können die auch jetzt gerade so gut verbannen und uns einen Metaion holen, der ihm seine Viecher wieder zurückbollert. Allerdings gibt Metaion nur auf die Hand zurück, glaube ich, ne? Ja, genau. Actually ist es ein bisschen witzlos, ihm die beiden Viecher wieder auf die Hand zurückzugeben, weil die liegen nächsten Zug wieder. Ja, aber es sind 600 Schaden. Ich würde jetzt einfach für können sagen, wir können Spell go. Ja, weil. Ja, gut, das war der beste Psyframe-Zug ever. Ja. Ja. Das ist der beste Psyframe-Zug dieses Planeten. Feel Spell go. Außer wenn da jetzt ein MST liegen sollte, können wir immer noch Saphion machen. Genau. Wir singen jetzt nicht erstmal What? Have it. Ja, go. Ja, go. So. Hab Psyframe verstanden. Feel Spell go. Also funktioniert das Deck. Eine verdeckte. Das ist okay. Ja. Ja, der Angriff ist dann schon weniger okay. Doch, der ist voll okay. Für ihn halt nicht. Darf ich dann mal... Was lebt der da? Das weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was der Großartig aktivieren soll. Was will der On Attack Declare? So, wir würden dann übrigens gerne mal... Schlag... Oh. Schlaghieb, das wär's jetzt. Ups. Der ist 1, das heißt, wir können nur eine 7er Synchro bauen. Dann müssen wir dann noch. Ah, ne, warte mal, der Zeta kann noch ein spezialbeschworenes Monster abräumen. Oder muss der vom Extra-Deck? War Zeta nicht für 6? Nein, Zeta 7. Okay. So. Müssen wir mal schauen. Bro, wir würden dann gerne mal. Das will der immer ankappen. Kein Schimmer. Die Karten sind im nächsten Zug sowieso weg. Okay. Also. Ja, dann Zeta. Warte mal, du kannst ein... Der kann ja auch abhauen. Okay, der kann sich verzupfen. Ansonsten ja. Ferry... Wir könnten auch ganz dreist seinen Ancient Ferry bauen und ihn seinen Fieldspell kaputt schießen, um unseren nächsten zu suchen. Das wäre sogar besser. Mach mal das. Ja. Außerdem... Wild Bitch Move. Oh ja. Und wenn er dann loswerden sollte, haben wir immer noch Saphion. Ja, genau. Aber jetzt erstmal Bitch Move Incoming. Ja. Gehirnwäsche. Hi. Wie funktionieren die nochmal? Die ist ziemlich harmlos, wenn du nur eine Karte auf der Hand hast, Kumpel. Ja, dann würden wir übrigens gerne mal. Wir würden gerne. Aber wir schießen alle Field Spells. Ja, aber sie suchen uns den nächsten. Also von daher passt das. Solange der Ancient Fairy auf dem Feld ist, können wir eh keinen neuen Fieldspell aktivieren. Was können wir da aktivieren? Achso, bloß die Time Maiden. Dann würde ich sagen, haben wir mal so einen Topf. Mhm. Hi Alpha. Ja, ich glaube, dich nehme ich. Ja. Dann machen wir doch den Fieldspell, falls der Ancient Fairy loswerden sollte. Mhm. Oder wir synchronisieren den weg, theoretisch ginge das ja, oder? Nikashi kann ja nicht genommelt werden, die ganzen Oshis. Das wäre ja gut. Wir können ihn theoretisch aus der Hand specialen, aber... Das ging halt wirklich, wir könnten... Jetzt nicht mehr, weil wir einen Topf aktiviert haben, aber technisch gesehen... Ja, okay, aber technisch gesehen wäre das gegangen. Ich frage jetzt, machen wir den Feedspell, ich glaube, wir machen es doch. Ja, natürlich. Ja, doch, mach mal. Und go. So, ohne Feedspell dürfte er gar nicht mal so viele haben, um an dem vorbeizukommen, das ist jetzt der Witz. Ja, ich glaube, er hätte wirklich nicht viel, um an dem vorbeizukommen. Mach mal gleich noch eins, würde ich sagen. Jo. So, zweiter Versuch. Wir haben keinen Fieldspell, dafür haben wir zwei Driver, das ist ein bisschen uncool. Er hat einen Fieldspell, wie es aussieht. Hi! Drag Unity.
Hallo Crystal Wing. War das nicht? Das war doch in Tal der Toten. Achso, es war Tal der Toten. Sorry, die sehen ähnlich aus. Ich war jetzt gerade so. Dude? Okay, das ist viel Spell. Ja, sorry, Tal der Toten und Drachenschlucht sehen ähnlich aus. Hi. Na, dann aktivieren wir den. Go. Ja. Ich meine, wir haben den Alpha, was will der großartig machen? Ja, Field Spell go. Und Tal der Toten hinterher, wir können immer noch die Drivers aus Hand und Deck holen. Mhm. Hi. Hi. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Wir haben mal so einen Alpha. Ja. Aber, hi. Lol. Haben wir keinen mehr im Deck? Nein, wir haben nur zwei, wie es aussieht. Achso, dann haben wir mal so eine... Delta? Haben wir, oder? Ich glaube, wir haben mal die Trap. Ja. Ja. Doch, wir haben mal die Trap. Ja, doch. Und dann haben wir mal so einen Zeta. Und der gönnt sich, würde sich gerne mal gönnen. Mhm, weil sein Vieh wurde spezial beschworen. Technisch gesehen hätten wir jetzt auch den erfolgreichen Resolve anketten können müssen. Ja, technisch gesehen stimmt das aber nicht immer. Aber egal, was soll der machen, worauf wir es nicht anketten können. Solange der Verdeckt ist nicht die... Und wenn der Verdeckt die Warnung von den Grabwächtern liegt, hätten wir es sowieso nicht machen können, weil die ja eh schon scharf war. Mhm. So, weil das geht nämlich auch in der Battle Phase. Tschüss. Und im nächsten Zug tun wir mit dem Overload. Wie dieser Silent Assassin, oder? Heißt der so? Die Hearthstone-Karte, wer die angreift. Und tschüss. Das war SR7 ein Agent. So. Hey, und tschüss. Nein. Der 1-1, der 2-Mana 1-1 Stealth Poisonous. Ach, der! Der stimmt. Wenn der angreift, kommt wirklich sowas wie. Und tschüss. Ja, kann sein. Okay, dann verbannen wir dich und holen einen Metallion, hätte ich gesagt. Ja, warum nicht? Ich meine, wir haben eh keinen scharfen Psyframe auf der Hand. Und im nächsten Zug setzt. Und dann setzen wir die Overload und schießen ihm sein Tal der Toten über den Haufen. Mhm. Sobald wir dürfen. Was hat denn der? Kein Schimmer. Danke! Was war denn das gerade? Gut, du hättest einfach nur A gedrückt und... Okay, das klappt. Ist mir scheißegal, aber es klappt. Mhm. Saphion wäre jetzt cool. Den könnten wir plus machen. Mal gucken, ob er noch ein Malefic-Viech hat. Kaiba Awesome. Oder Kaiba Sam. Feuerhand. Hi. Was spielt der Typ? Hi. Da liegt immer noch ein Metallion. Ich meine, gut, der kann jetzt exisen, aber... Dude. So funktioniert das nicht. Ja, ist okay. Ja. Ja gut, der kann jetzt ein Theorie... Vielleicht wollte das nur aufdecken und dann irgendwas bauen, um's... Ah, nee, Quatsch, das geht ja schon Ende der Battle fast los, nicht in der Endphase. Ja, tschüss. Yeah. Das war jetzt irgendwie kein... Allzu intelligenter Zug, habe ich das Gefühl. Ich kann mich irren. Ich glaube, wir räumen im End of the Mal die Verdeckte ab. Ich würde es nicht End of Turn machen, weil die Verdeckte ist sowieso scharf. Und vielleicht ziehen wir ja einen Saphion nach. Hm. Weil ich sag, die ist jetzt sowieso scharf, wir können es dann immer noch machen.
Ist ja nicht so, dass wir irgendwie finden würden, dass die scharf wird, wenn wir sie jetzt verbannen. Oder? Ja doch, die lag schon die ganze Zeit, die Falle. Wenn es eine Falle ist. Ja, oder eine Time Maiden, das ist quasi ein Saphion. So, dann Nummer 1. Nummer 2. Und der zischt gleich wieder ab. Dann hol mal dich. Aktivieren dich. Ich hätte gerne dich. Du bist genormelt. Kerngedanke rein. Das ist nicht noch eine Quaking, bitte. Danke. So, ins Deck mit dir. Und wir ziehen nochmal 3 Karten, würde ich sagen. Ja. Los. Und den nächsten Time Lord, jawohl. Und wir haben noch ein Gamma. Das war ja nochmal eine Beschwörung, ne? Monster-Effekt. Monster-Effekt, okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und ich meine, da ist kein Fiends, bald wird in unserem nächsten Zug sein Cyber End so ein bisschen draufgehen. Das ist voll okay. Weil, wie gesagt, das Teil der Toten ist weg, das heißt, wir können jetzt mit dem Cyframe Driver aus unserem Friedhof cyclen. Und das ist wiederum End of Turn verbannen, was eine verdeckte mit dem hier. Mhm. Ja, Effekt aktivieren. Du fliegst weg. Du fliegst weg. Oh, und noch ein Alpha. Sehr gut. Da ist er wieder. Achso, klar, es liegt ja ein Fiendspell. Unser Fiendspell zählt ja auch. Ach ja, ich wollte auch gerade sagen, so warte mal. So. Irgendwie. Aber wir können Cyframe Lord Zetas Effekt ja zu einem beliebigen Zeitpunkt aktivieren. Sprich, wir können den Feuereffekt ins Leere laufen lassen. Ja. Wir können da drüber latschen und dann in Response auf den Effekt rausgehen. Ja, easy. Dann haben wir kein Monster mehr. Und es kommt keine Eishand. Oh. Nein. Ach, den Effekt gab's ja auch noch, den habe ich komplett vergessen. Nein, möchten wir gerne nicht. Hä? Ach so, klar. Nee, hä? Ah, nee, Quatsch, wir sind im... Ja. Battle. Ja, Damage Step. Upsi. Unser Fehler. Ja gut, ist aber auch nicht so tragisch. Nein, es ist nur... Ich meine, die Eiszeit mischen wir einfach mit dem Kamion zurück ins Deck, also scheiß drauf. Ja, so ungefähr. Dann go. Ja. Ich meine, wir haben den Overload. Was soll der großartig machen? Oder er beschwört was, habe ich auch kein Problem mit. Nein, nichts anketten. So, ganz stumpf nächsten Zeta, hätte ich gesagt. Und wir suchen... Ich glaube, Beta wollen wir sogar haben. Ja, den kann man... Nee, wir wollen eigentlich einen Zweier haben. Wir haben doch einen Zweier. Ja, stimmt. Wir könnten jetzt auch statt dem Zeta... Nee, Quatsch, können wir nicht, weil der kann auch angreifen. Richtig. Ja. Dann müssen wir für den Zeta gehen. Wir können theoretisch den Zeta jetzt auch nicht verbannen und dann den Effekt, den Honest-Effekt benutzen. Nee, Quatsch, wir haben keinen Cypher, der genug Power hat. Stimmt, der kriegt nicht den Effekt von seinem Monster, sondern nur die Angriffspunkte von unserem abgeworfenen Viech, nevermind. Dann halt wieder der gleiche Scheiß wie eben. So, und jetzt geht's. Tschüss. Alter, dieser Cyber-Endrache denkt sich auch so, wieso bin ich hier, ne? Mhm. So, und darauf würde ich gerne mal. Jetzt können wir Ancient Fairy holen. Mhm.
Oder noch ein Zeta, um zu verhindern, und mit dem und damit wir in dem nächsten Zug ein leeres Feld haben. Nee, Quatsch, das geht sich nicht auf, dafür hat er nicht genug Monster. Ancient Fairy. Dann jagen wir uns ein Fiendspiel im nächsten Zug hoch und dann ist sein Viech wirklich weg. Ja, nerven genau, immer. Das war die Idee gewesen. Wir können im End of Turn noch seine Karte wegschießen. Ich glaube, das wäre, da wäre ich auch voll dafür. Ja. Also seine Set. Machen wir mal. Oh, Time Maiden, cool. Dann gehen wir unser Fieldspell hochjagen. Nein, nichts anketten. Plop. Leider hat man den anderen schon auf der Hand, also von daher müssen wir wohl so machen. So. Wir können erstmal die beiden verbannten Karten wieder auf die Hand nehmen, theoretisch. Was da alles verbannt? Ja, nee, das ist nur ein Driver verbannt, schade. Na gut, wobei. Scheiß drauf. Nehmen sie auf die Hand verbannt, den Driver und schießen die Feuer, damit die gar nicht so rumnervt. Weil jetzt kann er den Fairy Dragon schießen. Was nicht wirklich schlimm wäre. Ich kann ja auch noch den hier schießen, weil er kein Target mehr auf dem Feld hat. Schießen auf das Viech, dann hat er gar nichts mehr. Mhm. Und die Chance, dass wir das nächste Mal so schnell einen Psyframe live kriegen, ist gar nicht mal so hoch. Vielleicht aktivieren wir den Fieldspell gar nicht, weil er noch einen Teil der Totentop deckt. Ja, hat, ja, das wäre eine Idee. Weil wir haben keinen anderen Fieldspell mehr, das ist unser letzter. Ancient Fairy in Angriff? Ja. Ja. Und ja, ja. Wird rums. Rein! Haben wir einen Rang 7er im Deck? Nee, schade. Hier ist nur die Time Maiden. Achso, der Zeta, was hat denn der noch für einen Effekt im Friedhof? Wahrscheinlich wieder wie Omega, dass er sich und was anderes reinmischen kann. Ja. Dann können wir den Fieldspell wieder ins Deck tun. Dann können, ja, können wir. Dann können wir Ancient Fairy, dann können wir auch wieder aktivieren, weil dann ist Ancient Fairy wieder live. Mhm. Ah, ne, geht auf die Hand sogar. Ja, passt doch. Krasser Typ. Mhm. So. Der ist ja dann wirklich krass. Ja. Aber als Stufe 7. Trotzdem krasser Dude. Ja, das auf die 1 zurück ist mir auch gerade eben aufgefallen. Ich dachte halt wirklich, er funktioniert wie Omega. Ja, er ist wie Omega, aber halt nicht genau wie Omega. Bisschen besser. Ja gut, und irgendwas muss er ja besser sein. Ja. Kumpel, das hat schon beim ersten Mal nicht funktioniert. Hi. Tschüss. Lernt das auch mal? Was hat er erwartet? Du behältst ihn nicht auf dem Feld, Kollege. So funktioniert dieses Spiel nicht. Ja. Tschüss. Ja gut, mit Ancient Fairy Dragon war das halt auch ein echt arschiger Gegner für den. Ach, was meinst du? Ja gut, Ancient Fairy Dragon GG. Mhm. Nachdem der Zeta halt echt richtig hart rumgenervt hat, muss man schon mal sagen. Ja, das hat er gut gemacht. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir. Wir haben zweimal den Driver, zweimal Saphion, zweimal Metallion, zweimal Kamion, Delta, zweimal Gamma, zweimal Beta, dreimal Alpha, dreimal Maiden, zweimal Feelzone, Raigeki, zweimal Path, One Day of Peace, Advanced Draw, zweimal Terraforming, dreimal Port of Duality, Twin Twister, dreimal zweimal Psyframe Circuit, Drowning Mirror Force, Torrential, Overload und zweimal noch ein Overload. Hier sind beide Overload. Frame Overload. Erstmal, es ist eine durchaus gängige Taktik. Statt dreimal Fieldspell, zweimal Fieldspell und ein Terraforming zu spielen. Hat den Gedankengang, so habe ich eine Karte weniger im Deck. Und da ich meinen Fieldspell selbst ja nicht aktiv zerstöre, lang habe ich so auch drei im Deck, aber zeitlich eine Karte weniger im Deck und bin nicht vom dritten Fieldspell abhängig. Aber zwei Haken. Erstens, Psyframe ist ziemlich vom Fieldspell abhängig. Zweitens, du spielst Antiker Feendrache und rotierst damit durch deine Fieldspell durch. Drittens, zwei Fieldspells und zwei Terraformings macht wenig Sinn. Dann spiel drei Fieldspells und ein Terraforming. Ja. Weil hier steht nichts von einem RL-Deck. Ja, also drei Fieldspells, ein Terraforming. Das sollte man auf jeden Fall so tun. Davon abgesehen, du schriebst in deiner Mail,
Ist nicht perfekt, den ihr noch verbessern könnt oder mir einen Ratschlag geben könnt, würde ich mich freuen. Bitte behaltet aber die Timelon und Psyframe Engine bei. Das ist schade, dass du das geschrieben hast, weil das war tatsächlich der erste Rat. Wieso diese Kombi? Also, wenn ein Gegner weiß, wie man gegen Psyframe spielen muss, dann sieht sein erster Zug so aus. Nichts. Er macht nichts. Er holt vielleicht irgendwas aufs Feld, aber er macht sonst. Vielleicht macht er nicht mal das. Weil, dann macht Psyframe auch nichts. Weil die können nichts machen, wenn der Gegner nichts macht. Deswegen gab es mal eine Zeit lang die Taktik, oder ist ab und zu mal eine Taktik, Psyframe mit Yuzenyu zu kombinieren. Denn Yuzenyu machen Druck, zwingen den Gegner was zu machen und verziehen sich in der Endphase, sodass das Feld leer ist und du deine Psyframes wieder aktivieren kannst. Die Timelots haben eine ähnliche Funktion, das Problem ist, die verziehen sich in deiner Standby-Phase. Sprich, wenn es relevant ist, im Gegnerzug, sind sie auf dem Feld. Klar kann man jetzt sagen, ja, dann sind die auf dem Feld und nerven und sobald der Gegner sie losbekommt, kann ich Psyframe-Sachen machen. Ja. Und wenn er die Sachen macht, die du annullieren willst, während du die Timelots auch auf dem Feld hast, wenn er das weiß und absichtlich genau da reinspielt, was machst du dann? Ab dem zweiten Game weiß der Gegner, was du für eine Kombi spielst und wird die Timelots auf deinem Feld gegen dich nutzen können, wenn er intelligent ist. Ja, deswegen... Die Sache ist ja immer, worauf man bei Kombos achten muss oder was man bei Kombos erreichen will, ist ja immer, dass man sagt, ich habe ein Thema, dieses Thema hat Schwächen, diese Schwächen will ich kompensieren. Das heißt, wenn du, gehen wir mal vom Psyframe aus, wenn du Psyframe mit was kombinieren willst, musst du gucken, was sind die Schwächen von Psyframe? Wie kann ich die kompensieren? Die Schwächen vom, also eine Schwäche vom Psyframe ist, dass sie den Field Spell brauchen. Die zweite eine ist, andere Schwäche vom Psyframe ist, dass wenn der Gegner nichts tut, was du annullieren kannst, dann machst du halt auch nichts. Deswegen muss die Support-Engine, die du zusätzlich reinpackst, Druck machen, um den Gegner zu zwingen, was zu machen. Das machen die Timelots aber nicht. Das ist nur noch eine Stall-Engine. Genau, deswegen Yuzenyu. Also zum Beispiel. Zum Beispiel halt irgendwas, was in deinem Zug noch vom Feld abhaut. Was ja. Sobald du Endphase drückst, oder sobald der Gegner seine Karte zieht, ein leeres Feld zurücklässt, um deine Psyframes scharf zu machen. Ja, dass du ihm halt wirklich sagst, Dude, wenn du irgendwas machst, habe ich einen Psyframe und sag nein. Und wenn du nichts machst, lege ich dich trotzdem um. Und hier das ist halt die Sache. Hier hast du keine Schwäche kompensiert, du hast eine neue aufgemacht. Und ja, und diesen Punkt mit, wenn du nichts tust, lege ich dich trotzdem um, den hast du hier halt nicht. Das ist ein Riesenproblem. Und ich weiß, du wolltest das nicht hören, aber der beste Rat hier ist halt, nun mal spielt diese Kombi nicht, weil die ist halt echt hart nicht gut. Also, jein, Timelots und Psyframes sind unabhängig voneinander relativ starke Sachen, je nachdem, was der Gegner macht. Sie können dem Gegner auf den Sack gehen, wenn er reinspielt, was im Single klappt, im Match eher nicht. Deswegen kann das Deck sicherlich mal was reißen. Hat man ja eben auch gesehen, vor allem, wenn der Gegner reinspielt. Mhm. Auf lange Sicht wirst du damit aber wenig Erfolg haben. Das ist tatsächlich das Problem. Weil, wie gesagt, sobald der Gegner merkt, dass du Psyframe spielst und du einen Timelord liegen hast, denkt er sich, oh cool, Freifahrtschein, ich kann wieder Zeug machen. Außer angreifen. Aber scheiß drauf, alles andere kann ich machen. Und ja, dann räumt er den Timelord ab. Dann kannst du wieder Psyframe-Sachen machen. Und er hat derzeit einen Twistling und drei Omegas gebaut. Im schlimmsten Fall. Ja. Das ist halt, du stellst dir halt mit den Timelots selber so hart ins Bein, wenn der Gegner mitdenkt. Weil, wenn du diese Kombi spielen wolltest, wovon wir abraten, dann sind zwar ein paar Sachen komisch, warum du so ein paar random One-Offs spielst, die du nicht suchen kannst. Aber an sich? Klar, im Extra-Deck sind ein paar Sachen komisch. Was willst du mit einem Gedankenherrscher Erzunterwäldler oder einem hyperpsychischen Sprenger? Aber an sich ist das... Ja. Also es sind jetzt keine Karten drin, die so für sich schlecht sind. Aber das ist ja nicht das Problem. Du sag mal, wie holst du die eigentlich? Da fehlt das. Warte mal, selbst wenn der Zehner drin wäre. Da fehlt ein Enabler.
Ja, das ist irgendwie, ist das weniger zu Ende gedacht. Ja. Manchmal die Tarantel wird sie ja auch nicht lösen dieses Jahr. Okay, doch, die. Nee, Quatsch, du hast. Okay, gut, du kriegst zwei Timelots aufs Feld, ja, aber. Die langt nicht. Hast du vielleicht die hier nehmen wollen? Die da? Aber selbst dann. Ja, doch, zwei Timelots halt. Zwei Timelots halt. Wie kriegst du zwei Timelots nebeneinander aufs Feld? Einen beschwören, der andere holt die Maid. Ja, okay. Nein. Nee, aber die zwei, das ist mir gerade so aufgefallen. Warte mal, da fehlt doch was. Oder ja, sehe ich hier irgendwas? Irgendwie. Kann der ja was machen? Glaub nicht. Nee. Hm. Also. Ja, okay. Das ist dann nicht ganz optimal. Aber zum Rest kann man leider wieder nur mal sagen, spielt's nicht. 11 Punkte sind hierfür drin, aber. Beide Themen können richtig umgesetzt mehr bekommen. Ja, denke ich auch. Also ja, auch wenn du es nicht hören wolltest, müssen wir es halt trotzdem sagen. Wir müssen uns nicht nochmal wiederholen, wir haben es oft genug gesagt. Ja. Ja, also 11 Punkte hierfür. Wenn ihr eure Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und man sieht beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. That's the